Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Wir befinden uns, wie man unschwer erkennen kann, in den heiligen Hallen von 9FF in meinem Motorenbau. So, wir machen heute mal was anderes und zwar, wir gehen jetzt mal nicht darauf ein, was bauen wir wie um und so weiter und so fort, sondern es war halt eine große Nachfrage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen 991 und 992. Und da wir ja immer zum Glück viele zerlegte Motoren haben, da wir ja die ganze Bandbreite an Turbos umbauen, haben wir uns gedacht, wir legen mal ein paar Sachen auf den Tisch und zeigen mal ein bisschen was. Schon mal vorab, rechts liegen alle 991-Teile, links liegen alle 992-Teile. Dass man über das ganze Band drüber hinweggehen kann, auch ohne dass man sich Gelaber anhört, kann man sich das hier trotzdem alles schön im Video später angucken. So, also, wir fangen an mit der Ölpumpe. Das ist die Ölpumpe vom 991 Turbo. Egal ob 997.2, 991.1 oder 991.2, die sind alle identisch. Das Einzige, was sich ändert mit der Zeit, ist dieser Versteller hier. Der geht nämlich gerne kaputt. Und dann bekommt man ein falsches Öldrucksignal, beziehungsweise das Kombi-Instrument denkt immer noch, dass alles in Ordnung ist. Ist es meistens aber nicht. Der Öldruck fällt ab, dann in hoher Drehzahl und meistens kriegen die Autos dann einen Lagerschaden. Haben wir schon relativ oft gehabt. Gerade im 991.1 passiert das oft. Klar, weil die halt noch das alte Verstellelement haben. Und erst beim 991.2 wurde das gewechselt. Was man sonst sieht, die Pumpe ist einfach ein Riesenteil. Ne? Hier sind die ganzen Absaugstufen drin, die Druckstufe ist da drin. Und ja, hier ist die Ölabsaugpumpe für die Turbolader mit drin. Ist ein riesiges Teil mit sehr, sehr vielen Teilen, die auch leider schnell kaputt gehen. Deswegen haben sie das geändert und sind dann von dieser Pumpe auf diese Pumpe hier gegangen. Das hier vorne ist das neue Magnetventil aus dem 992. Macht glücklicherweise bisher keine Probleme. Also wir hatten bisher noch keinen Kunden, der 150.000 oder sonstiges mit dem 992 Turbo gefahren ist. Obwohl doch, wir hatten mal einen Carrera hier, ne? Mit 330.000 992. Weißt du noch? Wo wir den Service zurückgesetzt haben. Der hat doch immer Service bei Pitstop gemacht und die konnten das dann nicht zurücksetzen. Das war 991, oder nicht? Nee, das war 992. Ja? Ja, egal. Der hat auf jeden Fall auch kein Problem, also würde ich jetzt mal behaupten, das Problem haben sie behoben damit, funktioniert deutlich besser. Abgesehen davon haben sie eine deutlich kompaktere Lösung dafür, Pumpe geht generell nicht so schnell kaputt. Also das ist definitiv schon mal eine deutliche Verbesserung zum 991 oder 997.2. So, hier sind die Kurbelwellen, die hier beide liegen, die sehen beide sehr, sehr ähnlich aus. Sind auch super ähnlich, auch vom Material, die Ketten sind beide gleich, hier vorne ist Ölpumpenantrieb, das ist für die Kette rechts-links, für die Synchronisierung der Nockenwellen. Wie man sehen kann, ist bei beiden gleich, die Riemenscheibe ist gleich geblieben, genauso wie hinten die Schwungradanbindung ist genauso identisch. Das Einzige, was sich hier verändert hat, ist der Hub. Ne? Wenn man jetzt von vorne auch mal drauf guckt, sieht man ja auch, die Anordnung ist ein bisschen anders. Der Hub ist ein bisschen geringer. Beide Motoren werden mit 3,8 Litern angegeben, die 992 Motoren haben eigentlich 3,75. Steht aber trotzdem immer 3,8 drauf. Also, sind eigentlich beides 3,8er, haben beide die gleiche Bohrung. Das gehen wir aber gleich beim Block drauf ein. Nur wie gesagt, der Hub ist hauptsächlich anders bei den beiden. Sonst ist das fast identisch. Gehen wir auf den nächsten Schritt. So, hier haben wir uns mal die Pleuel hingelegt. Das ist 991, das ist 992, genauso wie die Kolben. Ja, Pleuellängen sind unterschiedlich, wegen des Hubs natürlich, versteht sich. Was sonst natürlich anders ist, sind hier vorne die Kolben. Die Kolben sind anders wegen der Einspritzung. Die hätten sie sonst theoretisch genauso machen können. Kommen wir gleich im nächsten Schritt zu. Wie man hier nämlich ganz klar sehen kann, hier ist nämlich eine Mulde. Das hat was damit zu tun, wie die Düse in den Brennraum einspritzt. Darüber wird dann das Gemisch quasi in den Brennraum verteilt. Und so entsteht dann das Gemisch aus Luft, Benzin und so weiter, was später entzündet wird. Bei dem wird das anders eingespritzt, an einer anderen Position. Deswegen ist diese Mulde nicht von Nutzen. Also wäre bei dem hier völlig überflüssig. So, wenn man sich sonst den Kolben anguckt, der Kolben ist ein bisschen anders konstruiert als vorher. Dieser Kolben hier geht eigentlich relativ schnell kaputt. Also bei hohem Drehmoment fängt an gerne, dass sich einfach dieses Teil hier einfach verabschiedet. Und zwar, der reißt einfach hier auseinander. Nicht besonders cool, geht natürlich dann gerne mal kaputt. Ist doof, weil führt natürlich zu einem Kapitalmotorschaden, ist sehr teuer. Ja, einer der Gründe, warum beim 991 oder beim 997.2 halt meistens die Leistung bei 900 PS am Ende ist mit dem Serienmotor. Das Pleuel fängt dann an, sich zu verbiegen, bricht durch, geht kaputt. So, liegt daran, dass das halt ein bisschen kürzer ist. So, abgesehen davon, wie man auch sehen kann, die Drehmomentaufnahme ist natürlich deutlich schöner bei dem Pleuel als bei dem Pleuel. Wie man sehen kann, das ganze Auge, wo sonst der Kolbenbolzen drin sitzt, ist natürlich deutlich kleiner und dementsprechend neigt das natürlich eher dazu, kaputt zu gehen als das hier. Das ist vom 991. Das hier ist einmal das Hochdrucksystem von den Autos. Das sind normale Hochdruckdüsen, so wie man sie kennt. Zweipoliger Stecker. Die werden nämlich normal angetaktet. Und über die Taktung öffnet sich dann im Prinzip die Düse auf, zu, auf, zu, auf, zu. So, dementsprechend wird darüber eingespritzt. Diese Leiste wird von oben beim Zylinderkopf, hier sitzt sonst der Zylinderkopf drauf, wird von oben in den Zylinderkopf reingesteckt. Daher auch diese Einspritzposition, dass der schräg von oben einspritzt.
Deswegen braucht ihr diese Mulde. So, dann als nächstes beim 991 die Hochdruckpumpe. Die Hochdruckpumpe wird sonst angetrieben über die Nockenwelle und die ist von innen drin aufgebaut wie ein Klimakompressor. Da sind ganz, ganz viele kleine Kolben drin, 6 kleine Kolben, und durch die Bewegung ist hier drin wie so eine Tumblescheibe und daraufhin fahren die hoch und runter und dadurch wird dann Druck erzeugt. Haben sie beim 992 auch geändert, weil es natürlich ein unglaublich träges Teil ist, was über die Nockenwelle angetrieben wird und auch nur an einer Nockenwelle, und zwar auf der Auslassnockenwelle Zylinderback 1 bis 3, ist eigentlich nicht so gut das System. Also es ist gut durchdacht, aber es ist einfach zu schwer, ne, um es vernünftig anzutreiben. Deswegen haben sie sich dann irgendwann überlegt, wir machen das so wie bei den Direktanspritzermotoren 2 Liter TFSI, ne, EA113, Golf 5, kennt man. Am Ende der Nockenwelle sitzt ein extra Nocken drauf und da ist die Hochdruckpumpe drauf. Bei den Motoren 992 haben die das an jeder Zylinderbank, 1 bis 3, 4 bis 6, sitzen die mittig oben drauf. Da unten sitzt ein Nocken, der sitzt auf dem Nocken drauf, dazwischen noch ein Tassenstößel, ein Rollenstößel, und daraufhin wird diese Feder zusammengedrückt, hier oben wird der Druck drin komprimiert und wird dann jeweils abgegeben. Von oben läuft er rein, da läuft er raus. Dazu kommt auch noch, die haben Piezo-Injektoren. Die sind, wie man sieht, ne, die sind von der Form, von der Bauform schon ganz anders. Die werden nämlich auch seitlich in den Kopf reingesteckt bei den Nockenwellen und nicht von oben hinter der Ansaugbrücke. Der Unterschied hauptsächlich bei den beiden ist, das ist ein dreipoliger Stecker, der hier dran ist. Und hier sind Piezo-Injektoren drin, also Piezo-Steine, die gelagert sind übereinander in Matten. Und das wird bestromt und dann kann sich diese Matte auseinanderdrücken und zusammenziehen. Und da ist innen drin so ein Stift, der fährt rein und raus. So, und das wird über Spannung gemacht und dementsprechend kann das dann halt alles arbeiten. Wenn man sich dafür genauer interessiert, wollte ich nicht so sehr ins Detail gehen mit allen Sachen, gibt es ein paar schöne Videos zum Internet und auch sonstige Erklärungen bei Bosch, bei Audi und sonstigen Plattformen. Also falls da Interesse besteht, gerne einfach mal nachgucken. Ja, gucken wir uns mal die Zylinderköpfe an. Ne, Zylinderköpfe, klar, 997.2 oder 991, das ist 992. Liegen auch noch Kopfstehbolzen, also beziehungsweise Kopfbolzen, das ist nämlich original. Das sind die äußeren, das sind die inneren. Die haben nämlich eine andere Beschichtung, deswegen bauen sie die nach außen, weil die sonst rosten würden. Also, ist das 991-Kopf? Genau, das ist 997.2? Genau, ist alles identisch. 997.2, 991.1 und 991.2 ist alles gleich. Das sind feine Unterschiede, aber das ist im Prinzip nicht nennenswert. Also Düsen sind anders, Hochdruckpumpe sind anders, aber die sehen von den Bauformen alle identisch aus. Ja, Kopfschrauben, bevor wir jetzt mit den Köpfen anfangen. Sind bei den Autos auch fast gleich, die Gewindegänge sind gleich, die Längen sind aber hauptsächlich unterschiedlich. Ich habe jetzt so zwei Originale hier gefunden, weil ich schmeiße sowas sofort weg. Das benutzt man halt einmal, ne? Es wird auseinandergebaut, danach sind ja Dehnschrauben, sind die gedehnt, kommen die natürlich in Müll. Ja. Gehen wir aber mal lieber auf die Köpfe ein, viel interessanter. Wenn man sich hier die Köpfe anguckt, hier oben sitzt nämlich sonst der Hochdruckinjektor. Hier, komm mal her, Matti. Ja, hier ist der Einlasskanal, hier sitzt die Ansaugbrücke drauf und da sitzt sonst der Injektor drin. Dann guckt hier der Injektorkopf raus und spritzt so in den Brennraum und optimal in die Mulde vor dem Kolben rein. Das Problem ist, bei dem entsteht aber nicht die optimale Verwirbelung oder Durchmischung des Kraftstoffgemisches im Brennraum. Das heißt, eigentlich kann hier nicht eine 100% reine Verbrennung stattfinden. Weil es vermischt sich halt einfach nicht so gut. Liegt dann an der Art, wie es eingespritzt wird. Wenn man sich das jetzt im Gegensatz dazu beim 992 anguckt, die haben die Kerze exakt in der Mitte im Brennraum und die Einspritzdüse direkt darüber sitzen. Dazu kommt auch noch, wie man sehen kann, die Kanalform ist nicht ganz rund, also die Brennraumform, so wie bei dem Kopf. Ja, hier ist sie ganz rund. Ist hier mit Absicht nicht. Hier ist nämlich so eine kleine Kurve drin. Das hat was damit zu tun, wie die Luft in den Brennraum einströmt. Dadurch kann das Gemisch perfekt verwirbeln im Brennraum. Und dadurch, dass beides in der Mitte sitzt, die Kerze und die Düse, findet immer die Explosion mittig im Brennraum statt. Deswegen hat man hier eine optimale Verbrennung. Besser geht's gar nicht. Man kann mit ähnlicher Verdichtung von beiden Motoren, gehen wir jetzt mal aus, das ist beides ein Serienmotor, fährt man mit dem Motor mit gleichem Kraftstoff ungefähr 10 Grad weniger Frühzündung. Das heißt, sag ich jetzt mal, der fährt 25 Grad VOT und er fährt 35 Grad VOT mit gleichem Kraftstoff. Das hat, oder mit fast gleicher Verdichtung und gleichem Kraftstoff. Das hat rein was damit zu tun, wie das Gemisch sich mischt im Brennraum. Finde ich sehr, sehr cool. Hat sich Porsche was Cooles überlegt. Ist für uns als Tuner eher ein bisschen doof, weil normalerweise machen wir CNC-Kopfbearbeitung. Ist auf der Einlasskanalseite ein bisschen schwierig. Deswegen werden wir das, oder machen wir das bisher immer nur für die Auslassseite. Ja, weil am wichtigsten ist natürlich für uns immer Abgas quitt bekommen, alles raus an Abgas, damit die nächste Verbrennung, die stattfindet, komplett rein ist. Weil wenn Restabgas im Brennraum drin bleibt, ist die nächste Verbrennung halt nicht 100% rein, also nicht volle Leistung. So,
das Thema dazu. Achso, sonst Ventilgrößen sind alle ziemlich identisch, da tut sich nicht viel, auch die Längen ist fast alles das gleiche. Sonst, wenn man sich die Kopfform anguckt, da hat sich auch nicht viel verändert, die sind auch ziemlich identisch. Hier diese Kühltaschen sind ein bisschen größer, aber sonst hat sich da eigentlich nichts getan. Die Anbindung hier ist anders, ne? Wie man sehen kann, der Kettenkasten ist anders angeordnet, aber sonst theoretisch ist die Kopfdichtung die gleiche, also nur dieser Bereich hier ist anders. Ja, gucken wir uns mal die Blöcke an. So, hier sind zwei Blöcke, ne? Wieder 997.2, 901.1 oder 901.2 und 992. Wenn man sich die mal grob anguckt, hier, guck mal her, wo ich hier stehe, und man guckt da von vorne so drauf, sehen die sich eigentlich sehr ähnlich. Die haben beide an der gleichen Stelle die Bohrung, um den Kolbensicherungsring später zu montieren. Ne? Hier für die Wasserpumpe die gleiche Anbindung dran. Der Kettenspanner sitzt ziemlich an der gleichen Stelle. Ne? Und hier zum Beispiel auch, hier ist dieser Zentrierpin. Wenn man später die Nockenwellen einstellt, gibt es extra eine Markierung dafür, für OT. Also ist alles sehr, 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 sehr ähnlich. Ne? Auch hier, wenn man sich hier mal die Wasserkasse, also die Wasserkanalanbindung anguckt. Wenn man jetzt aber ein bisschen weiter von hier guckt, hier von der Seite, man guckt hier unten auf das Thema Ölwanne, sieht man hier, wie der Block da abflacht. Und wenn man da guckt, bleibt hier die Kante stehen. Die haben nämlich hauptsächlich den Unterbau des Motors verändert. Und was man auch sofort sieht, ist, die haben die Materialzusammensetzung des Blockes verändert. Wenn man sich das hier auch anguckt und da anguckt, steht es da auch nochmal für doofe drauf. Man sieht es aber auch sofort an der Materialbeschaffenheit. Ne? Die Farbe ist ja auch ganz anders. Was sonst auffällig ist bei den Motoren, klar, die Ölpumpe. Ne? Wenn man jetzt hier guckt, ich schiebe die hier mal zur Seite. Da vorne sind keine Löcher. Das sind ja eigentlich dabei die gleichen Blockhälften. Wenn man hier guckt, da sind Löcher. Bei dem 991 ist die Ölpumpenanbindung auf einer Seite, hat er seine Absaugstufen und in dem Fall hat der 992 das auf beiden Seiten. Also die haben die Blöcke nur minimal verändert. Was aber eigentlich das Wichtigste ist, was sie verändert haben, wenn man mal reinguckt in die Laufbahn hier, das hier sind Zylinder, die sind nicht Nikasil, ich glaube, die sind Alusil beschichtet, so wie beim Carrera-Motor. Und die hier sind Plasma beschichtet. Deswegen, die fangen unglaublich schnell an zu rosten. Also, ich nehme den Block aus der Wäsche, öle den nicht ein, lege den 2 Stunden auf die Werkbank, ich nehme ihn runter, fängt an zu rosten. Unglaublich empfindlich das Zeug, ist aber sehr, sehr gut und sehr hart. Von der Beschaffenheit sehr gut. Also, ich glaube nicht, dass Porsche damit irgendwann mal Kolbenfresser bekommen wird. Bei dem Material passiert das leider relativ gerne. Sieht man jetzt. Bitte? Du hast selber gesagt, du hast ein paar Autos reinbekommen, die ja schon Rost hatten. Ne? Richtig, genau. Wir hatten mal, also ganz am Anfang, als wir angefangen haben mit den 992, ich meine, wir machen jetzt seit 21 die Autos, hatte ich ganz am Anfang mal ein Auto, der hatte 400 Kilometer gelaufen, stand bei dem Ewigkeiten in der Halle, hat das Auto dann hin trailern lassen, wir das Auto nie gefahren, ich den Motor zerlegt und der Kolben stand so lange an der gleichen Stelle, da hat sich Feuchtigkeit zwischen gebildet und nachdem ich den Kolben rausgebaut habe, hat man immer noch gesehen, wo der Kolben stand. Es hat unter der Beschichtung angefangen zu rosten. Deswegen, wie gesagt, die ist sehr empfindlich halt auf Feuchtigkeit und Sonstiges. Ja, sonst ist der 992-Motor, würde ich sagen, deutlich besser als der 991-Motor. Sie haben ganz klar die ganzen Kinderkrankheiten ausgemistet und haben es wirklich verbessert. Was normalerweise heutzutage ja eher meistens nicht mehr der Fall ist. Wenn man sich jetzt mal Golf 7 und Golf 8 anguckt, wird das ja meistens eher alles schlechter als besser. Aber in dem Fall muss ich sagen, der Motor an sich ist deutlich besser geworden. Ja, ich habe hier noch ein paar Sachen hingestellt, noch ein paar andere Sachen. Und zwar Turbolader. Und da unten ist noch mal etwas von der Ölwanne. Aber wir fangen erstmal mit der Ölwanne-Geschichte an. Nachdem wir jetzt gesagt haben, wie toll der 992 ist und dass er viel besser als der 991 ist, gucken wir jetzt mal an, was schlechter ist bei dem 992. Das hier ist die Ölwanne vom 991. Schönes Gussteil, ne, mit Schwallblechen drin. Hat sich immer was bei gedacht, ist vernünftig. Hier sitzt nämlich die Ölpumpe, dass wenn man Gas gibt oder Kurven fährt, bleibt das Öl immer hier drin stehen. Wie man sehen kann, diese Klappen gehen nur halt in eine Richtung auf, dass wenn das Öl halt von der jeweiligen Seite rein kann, kann es hier rein, aber es kann halt sehr schwer da wieder raus, was natürlich gut ist. So, wenn man sich jetzt mal die hier vom 992 anguckt, die Punkt 1 erstmal aus Plastik ist, was natürlich super schlecht ist für die Wärmeableitung, weil... Ja, und dann hast du ein Stück Plastik drin, ey, ist doch voll enttäuschend. So, dann hier drin, die ganzen Leitungen, die da drin verlaufen, für die ganze Ölabsaugung der Turbolader, die ja immer zurückgefüllt wird, wieder in die Ölwanne, haben die hier so schöne Leitungen gebaut, ne? Das kann man alles schön verschrauben, tolle Sache. Was soll ich sagen, ne? Plastik ist halt billiger. Also das finde ich persönlich nicht so schön. Das gefällt mir überhaupt nicht. Alleine schon nur, hier kommen so kleine Spackschrauben rein, die leider nicht magnetisch sind. Und wenn man bei der Montage nicht aufpasst und so eine fällt einem dran vorbei, dann hast du nämlich verloren. Dann baust du nämlich alles wieder auseinander. Richtig scheiße.
Ja, abgesehen davon wird das auch alles in Plastik geschraubt. Das heißt, diese Schrauben schraubt man zwei, dreimal rein und raus. Und danach ist das Gewinde im Arsch. Wenn du Pech hast, fällt jetzt Motor rein. Das heißt, diese ganzen Plastiksachen kaufst du jedes Mal neu, wenn du sagst, ich muss den Motor doch mal wieder aufmachen. Also das ist nicht so schön gelöst, meiner Meinung nach. Ja, das ist ein bisschen doof. Naja, so, das zu dem Thema. Das haben sie nicht so gut gemacht beim 992 im Gegensatz zum 991. Aber klar, irgendwo müssen sie natürlich Geld sparen. Ne? Wenn sie jetzt viel Geld ausgeben, um die anderen Sachen alle besser zu bauen, müssen sie das Geld irgendwo wieder reinholen, weil wer will Geld verlieren? Also machen wir das aus Plastik. Ja, gehen wir nochmal auf das Thema Turbolader ein. So, hier haben wir einen, hier ist schon so ein Trichter draufgeschraubt von uns, ne, für eine große Ansaugung. Der ist original nicht mit drauf. Hier wird normalerweise der VTG-Versteller dran geschraubt. Der VTG-Versteller bewegt dann dieses schöne Teil hier. Und im Turbolader, hier drin, sind dann Turbinen, die sich verstellen und die erzeugen oder ermöglichen dann eine bessere oder schlechtere Anströmung für das Abgasrad. Und dadurch hin kann man mehr Ladedruck aufbauen oder halt abbauen. Deswegen fahren diese Autos ohne Wastegate. Kommt ja eigentlich aus dem Dieselbereich. Ich glaube, ist Porsche auch der einzige, der das in einem normalen Benziner, also im Straßenauto, anbietet. Das ist der Turbolader vom 992. Der 992 Turbolader hat beides. Der elektronisches Wastegate, wie man hier sehen kann, da vorne ist die Klappe und da ist die VTG-Verstellung. Der hat beides. Das machen die für besseres Ansprechverhalten und wenn sie oben raus den Ladedruck regeln wollen, machen die einfach die Wastegate-Klappe ein bisschen auf, um Druck abzubauen. Deswegen haben sie die Möglichkeiten, aus beidem das Beste zu benutzen, wie sie das gerne haben möchten. Sonstiger Vorteil beim 992 ist der Turbolader deutlich größer, schon in der Frischluftseite. Ja, kannst du jetzt ja mal bei beiden gucken. So, dann gucken wir uns mal die Abgasseite an. Die Abgasseite ist auch schon deutliche Ecke größer. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass man mit dem Serienlader aus dem Auto deutlich mehr Leistung machen kann als mit dem. Also unter Normalbedingungen, dass man einen Kunden mit so einem Auto nach Hause schickt, 991.2 Turbo S, das ist jetzt der Lader aus dem 991.2 Turbo S, ist der größte Serien-VTG aus dem Turbo. Der vom GT2 RS ist ganz anders aufgebaut, der kann deutlich mehr Leistung, ist aber auch unbezahlbar. Keine Option, um das in Kundenauto nachzurüsten, außer der sagt, ey, ich habe 12.000 Euro für Turbolader über, dann kann man das natürlich machen, machen aber die wenigsten. Das Auto mit einer guten Programmierung und einem vernünftigen Auspuff und so weiter und so fort schafft man so um die 700 bis 720 PS. Dann ist aber auch Kotzgrenze. Man kann das auch noch mehr anreißen, klar, man kann das immer auf die Spitze treiben, würde ich aber keinen Kunden mit losschicken, weil das ist vorprogrammiert, dass es kaputt geht. Bei den Autos können wir bis zu 850, fast 900 PS mit den Serienturboladern machen, was für uns natürlich sehr gut ist fürs Tuning und für den Kunden auch, weil es ist natürlich halt deutlich günstiger, das ganze Tuning. Ja, das heißt, wenn man für 992 nur einen Auspuff, Krümmer und Programmierung, Motor, Getriebe kauft, Luftfilterkasten, fährt man 100, 200 um die 4,5 bis 4,3 Sekunden, kommt halt immer auf Außentemperaturen und Reifen und so weiter an. Bei dem Auto ist eigentlich bei tiefen 5 Sekunden Schluss. Also das ist eher so 5,3 bis 5,0. Klar, wenn man es richtig quält und drauf anlegt, fährt man auch eine 4,9 oder eine 4,8. Aber das wird nicht lange halten, wird kaputt gehen. Da kann ich einen Kunden mit nach Hause schicken, der fährt da 20.000 Kilometer mit, fährt immer 4,3, 4,5 permanent, jedes Mal und hält für immer. Sehr, sehr coole Sache. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan von den ganzen 992 Teilen. Kann ich nicht anders sagen. Haben sie zum Besseren entwickelt, nicht zum Schlechteren. Für uns das Tuning ist es sehr gut. Wir können mit kleinen Handgriffen sehr, sehr viel Leistung daraus holen. Es sehr standfest machen. Und der Kunde hat lange viel Spaß damit für eine relativ kleine Investition. Beim 991 ist das Tuning meistens teurer, weil man halt viel, viel mehr Sachen eingreifen muss. Ja, ich würde sagen, das war es hier so im Großen und Ganzen. Falls ihr Fragen habt zu der ganzen Nummer, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Dann werden wir das in einem der nächsten Videos mal aufgreifen. Ich denke mal, wir werden da noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Wenn wir mal einen Motor bauen, werden wir mal ein bisschen mal was zeigen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. So, oh, hier war ich doof. Das ist... So, also.